Hallo meine lieben Zuschauer, ganz recht herzlich begrüße ich euch hier aus Südschweden, aus der Mitte von nirgendwo, aus meinem kleinen Bed and Breakfast. Und heute habe ich euch wieder mal was von der LEGO Speed Champions mitgebracht, nämlich die 76912 aus der Filmreihe Fast and the Furious, der Dodge von Dominic Toretto und der heißt genau 1970 Dodge Charger RT. Das hier ist die Box. Das hier die Rückseite. Und LEGO hat ja angefangen, jetzt so Filmautos in der Speed Champions Reihe nachzubauen. Es gab da schon den von James Bond, den Aston Martin. Den habe ich euch ja schon gezeigt hier. Könnt ihr gerne auch dann noch anschauen, wenn ihr Lust habt. Und ich finde das toll. Also die Idee finde ich super, weil die Filme hat fast jeder gesehen und die Autos daraus sind toll. Und wenn man da noch die Figur dazu bekommt, eben einen James Bond oder hier Dominic Toretto, Vin Diesel natürlich, dann ist das doch super. Also es ist eine super Kombination, wie ich selbst finde. Und das Set hier ist auch ganz gelungen. Zuerst aber noch die Bauanleitung. Das ist die hier, da kommt die. Jetzt wieder in diesem Weiß gehalten, wie alle neuen Bauanleitungen. Das Ganze wird in zwei Bauabschnitten aufgebaut. Die seht ihr hier. Und ja, nach ungefähr 100 Seiten Bauen, 104 Seiten, 5, also 105 Bauabschnitten, das sind nicht wirklich Seiten, ja doch, sind Seiten, 105, 106 Seiten ist man dann fertig und hat hier dieses Modell dann vor einem stehen. Es gibt hier natürlich ein paar Aufkleber, aber für Speed Champions sehr, sehr wenige. Normalerweise ist Speed Champions großer Aufkleberbogen und ja, hier sind es 5 Stück und nicht mal wirklich große. Also das hält sich echt in Grenzen hier, die Aufkleber. Klar, es ist jetzt halt nicht so ein Sportwagen, der mit Werbung übersät ist, sondern halt ein Auto und nicht ein Sportfahrzeug. Wir haben hier ein paar Ersatzteile. Schön ist, dass man hier auch eine von diesen Felgen dann, die bedruckt ist, als Ersatzteil hat. Und ein paar andere Teile. Hier ist auch zum Beispiel noch ein bedrucktes Teil. So ein rotes mit schwarz drauf. Das seht ihr dann hier, bei den Rücklichtern wurde das verbaut. Und es wurde doch auch eben mal was bedruckt hier. Also ich meine, das ist ja schon schön. Und meine, ja, eben, das hier sind die Ersatzteile, sind doch ein paar. Also ist immer schön, wenn du was für seine eigene Reserveteile, für seine Ersatzteile zu haben. Und ja, warum nicht? Kommen wir zur Minifigur. Hier haben wir Vin Diesel oder Dominic Toretto. Der sieht so aus. Ich finde ihn eigentlich ganz gelungen. Klar, man hätte sicher auf die Hosen noch irgendeinen Print machen können. So sieht er von hinten aus. Natürlich kein zweites Gesicht, weil das würde man ja sehen. Aber grundsätzlich eine gelungene Figur. Halt ja, er hatte meistens nur so ein schwarzes Shirt an und das ist halt nur ein bisschen zerknittert oder man. Ja, es passt. Es passt zur Filmfigur. Das ist ja das, was zählt. Und dann haben wir hier dieses Auto, was ich sehr schön finde. Was sehr gelungen ist. Ebenso hat hier zwei, drei Aufkleber, zum Beispiel das Nummernschild hier hinten ist ein Aufkleber. Hier der Tankdeckel ist ein Aufkleber. Schauen, was sonst noch Aufkleber sind. Hier vorne das Dodge Charger Symbol, das ist ein Aufkleber. Und ja, muss ich schauen, was die anderen Aufkleber sind, ich weiß jetzt gar nicht mehr. Ich nehme jetzt mal das Dach ab. Das Dach kann man relativ einfach abnehmen. Das hält nicht wirklich, also das ist nicht wirklich eingeklickt, sondern einfach relativ einfach abnehmbar. Ich weiß jetzt gar nicht, was die anderen Aufkleber waren. Ah, ja genau. Hier war noch Aufkleber an der Scheibe. Dieses Dreieck hier, das war ein Aufkleber. Und so sieht dann das Auto von innen aus. Da ist auch dieses Lachgas, das man dann
in den Motor spritzen kann, vorhanden, dass es dann das Auto eben abdüst wie eine Rakete und das Dach eben mit dem Dach oben drauf sieht es dann so aus. Und ich finde das eigentlich sehr gut und gelungen. Hier hinten zum Beispiel hat es so schwarze Striche hier auf diesen grauen Teil, das ist ein Print. Auch das Rücklicht hier, das ist alles geprintet. Also das sind eben diese Teile, die ich gesagt habe. Und eben die Reifen, also die Felgen, die sind auch geprintet, also die sehen schon cool aus. Und ja, ich finde es ein gelungenes Modell. So sieht es übrigens von unten aus, also hier wurde auch nicht irgendwie groß farbiges Zeugs verbaut, sondern wirklich die Farben, die man hier auch sieht. Es läuft relativ flüssig, also man kann damit, könnte damit auch sehr gut spielen. Bei mir kommt das natürlich dann in die Vitrine. Ich finde es auch cool, wie man hier hinten so dieses Gestell gemacht hat, dieses Eisengestell, das halt eben, wenn man einen Überschlag macht, dass man da nicht die Fahrerkabine eingedrückt bekommt. Das wurde eigentlich sehr gut gemacht. Also, ja, ich finde das Auto toll. Es macht was daher, auch eben wie man hier zum Beispiel die Türgriffe gemacht hat. Das ist ein Rollschuh, ein Lego-Rollschuh, der da eingebaut wurde und auf der anderen Seite natürlich auch. Und sowas mag ich natürlich, wenn da so Teile für was total anderes gebraucht werden, als sie eigentlich geplant sind. Und das ist doch schön. Also, ja, was will man mehr? Und ich finde auch, eben, er sieht von hinten voll cool aus. Also, das hat Lego recht gut hinbekommen. Und auch von vorne, da sieht er schon auch recht cool aus. Also, ich finde das wirklich ein sehr gelungenes Set. Und ich, so wie ich die Filmerinnerung habe, passt das sehr gut auch zum Wim-Auto, also das passt schon. Eben wenn man hier auch sieht, hier ist das ja abgebildet. Klar, ich meine, das kriegt man nie ganz so hin wie hier. Das ist ja das Originalauto. Das kriegt man natürlich mit Lego-Steinen nicht genauso hin, aber ich finde, das passt schon recht gut. Also, das ist meine Meinung. Ihr dürft natürlich gerne eine andere Meinung haben, dürft mir eure andere Meinung gerne auch in die Kommentare schreiben. Aber ich bin happy damit, ich finde es ein tolles Set, es hat auch nicht irgendwie Farbabweichungen, wo ich ja sehen könnte. Wie eben beim James Bond, da hatte ich ja das Problem mit dem Dach. Ich fand das Dach nicht schön, es hatte eine Lücke hier oben, also es war ja ein geprintetes Teil, dass die Rückseite, also die Hinterseite des Daches war. Es gab da eine Lücke, wo man von oben reinschauen konnte und dieses Dach war in einer anderen Farbe. Das war dunkelgrau und der Rest des Autos war hellgrau. Und das hat man hier, sowas hat man hier nicht. Also ich finde das wirklich ein stimmiges Auto, schön gebaut, es hat auch Spaß gemacht, das zu bauen. Die Speed Champions allgemein, die machen immer sehr viel Spaß zu bauen, weil man da doch coole Bautechniken hat oder eben auch mal Teile für was verwendet, wo man nicht draufkommen könnte, eben wie hier dieser Rollschuh. Und das finde ich eben das Reizvolle an diesen Speed Champions, weil man da doch was Cooles verbaut. Schauen wir mal, ob die Minifigur reinpasst. Ich glaube schon, ich habe das gar noch nicht probiert. Ich glaube, dazu muss man auch hier das bisschen abnehmen, da hat man ein bisschen mehr Platz. Und kann den Vin Diesel dann hier reinsetzen. Jetzt nur schauen, was er mit der Hand macht, weil da stört sie. Das hat schon alles sehr eng da. Ja, die muss er halt sonst nach oben halten. Da kann man das Dach, ja. Dach, also das Fenster wieder dran machen und das Dach einklicken. Das geht dann allerdings, ja, es geht. Er kann da drinnen sitzen, hat sogar noch ein bisschen Kopffreiheit, weil er natürlich auch keine Haare oder einen Helm oder irgendwas anhat. Also der passt da gut rein und ja, kann dann da auch relativ gut losfahren. Die Hand hier, den Arm kann man jetzt natürlich runter machen, wenn die Scheibe mal wieder drin ist. Ja. Also das passt. Ja, und es gefällt mir. Das ist das, was zählt. Schönes Auto, schön gebaut. Ich hatte Bauspaß. Und ich hatte das Auto im Angebot gekauft. Also alles richtig gemacht, wie ich finde. Und ein schönes neues Auto für meine Speed Champions. Wie findet ihr das? Schreibt mir das gerne in die Kommentare, wie ihr dieses Auto findet. Holt ihr euch das auch noch oder habt ihr es eventuell schon? Das würde mich natürlich auch interessieren. Schreibt mir das gerne auch in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben, also ein Like da lassen. Gerne auch ein Abo da lassen, damit ihr keines meiner Videos mehr verpasst. Das würde mich sehr freuen. Und
in dem Sinn, ja, wünsche ich euch viel Spaß mit Fast and the Furious, mit dem Dodge Charger, mit Lego allgemein, mit allen anderen Sachen, die ihr macht. Habt Spaß damit, genießt das Leben und bis bald.